Achtung, Achtung! Jetzt wird's wieder heiß und fettig. Poppy hat epileptische Anfälle und wir spielen heute eine Runde PlayerUnknown's Battlegrounds. Hi! Lass mal da hin. Dahin. Echt? Jetzt? Epileptische Anfälle vorbei, ja? Nein. Noch nicht? Noch nicht. Das kommt irgendwann während des Spiels wieder. Okay. Das geht von ganz alleine so. Na, ist geil. Ich hoffe, dass das Audio, das Spieler-Audio tatsächlich, sprich auch Fresh Fire seine Stimme, mittlerweile jetzt mal synchron ist, weil die letzten Formel 1 Folgen, die ich hatte, sprich, wenn meine Folge ausgestrahlt wird, tatsächlich gestern und heute, kann es sein, dass die asynchron sind. Wie asynchron? Ja, irgendwie ist der Ingame-Sound nicht toll. Womit nimmst du auf? Big Story, tatsächlich. Aber auch erst seitdem ich das Problem mit meinem Rechner habe. Weil mein Rechner, der wird ab und zu einfach mal schwarz. Ich gehe gleich hier an weiter zur Straße. Schwarz wird er? Ja, da wird einfach Black Screen, dann höre ich noch so 3-4 Sekunden den Sound und dann ist tot. Ja, das, dann ist wahrscheinlich dein CPU mittlerweile irgendwie. Nee, der ist ja erst schwarz. Neu. So neu ist er noch gar nicht. Wie alt ist denn der? Ja, oder so. Ja, aber heißt ja nicht unbedingt was. Ja, also das ist jetzt, ich vermute einfach mal bei meinem Talent, dass das da, Alter, dass das tatsächlich Fiverr oder Windows-Problem ist. Weil ich das, tippe das, auf das CPU. Ist nicht, das ist nicht immer. Das ist ja das Problem. Das ist mal ich weiß, ich hatte Ahnung, das bei HNZ1 mit meiner alten CPU nämlich auch. Okay. Deswegen tippe ich auf CPU. Na gut, hat noch Garantie, aber ist halt ärgerlich. Ja, Garantie und Garantie ist ja auch immer so eine Sache. Ne? Ich habe ja auf... hat der wirklich noch Garantie oder hat der Gewährleistung? Eine Garantie. Garantie. Garantierte Garantie. Und wenn nicht, ich komme ja da aus der Ecke, dann mache ich meine Rechnung halt schön, weißt du? Dann kenne ich ja nichts. Nee, ich hatte ja das dann große hat er auch Lust wieder Garantie, meinst du? Genau, und habe auf der Gamescom ja eine SSD gewonnen. Bekommen, sage ich mal so, für kleine Dienste, die ich beim... beim Stand eines Computerzubehörverkaufshaus, ja, das gleich können wir gleich, bei mir jetzt gerade gut. Da musste ich ein bisschen was vorführen auf der Bühne und da haben die gesagt, pass auf, wir sind zwar keine Partner, wir sind nicht verpartnert, aber dafür kriegst du als Dankeschön von uns eine SSD-Festplatte und ein Schraubendreher-Kit. Oh, das Schraubendreher-Kit ist geil. Ja, das ist wirklich cool. Also Gesamtwert, Festplatte und Festplatte und Schraubendreher-Kit, 190 Euro tatsächlich. Habe ich mal geguckt. Die Festplatte macht davon aber das meiste aus wahrscheinlich. In der Tat nicht. Nicht? In der Tat nicht. Was ist denn das für ein Schraubendreher-Kit? Ey, das ist Gold. Wahrscheinlich, ja. Bis da hinten, dann latsche ich hier nochmal an. Ich bin hier hinten, ja. Weiter. Ja, Patronengurt. Ich kann mal hier ein paar Dinge dran packen, die ich so dabei habe. Safe tatsächlich. Echt? Wie weit müssen wir? 200 Meter. Ja, da vorne. Ich brauche noch einen Helm. Ich? Wie wär's denn mit dem Helm? Und eine Waffe bräuchte ich vielleicht noch. Waffen habe ich 2 Stück. In der Tat, nur ein Crossbow. Tatsächlich. Nur ein Crossbow? Ja. Ich habe eine komplett ausgerüstete Schrotze und eine M416. Also die mit dem taktischen Lager und so, falls du also eins siehst. Ja, okay, dann denke ich vielleicht mal an dich. Mal sehen, eventuell. So, jetzt komme ich in ein cooles Haus, wo hoffentlich auch eine coole Waffe drin ist. Jetzt kommst du in ein Haus, wo ein taktisches Lager drin ist. Komme ich in ein Haus, wo gar nichts drin ist. Und ein Vierfachsucher für mich. Hier ist wirklich nichts. Den kann ich mir auch gleich erschießen lassen. Was geht denn hier los, Alter? Hast du keine Waffe? Nee, ohne Witz. Gar keine. Ich hab nur diesen scheiß Crossbow, nichts anderes. Komm mal hier, hier liegt eine AKM. Direkt neben dem taktischen Lager übrigens. Mikro-Uzi habe ich zumindest schon. Immerhin etwas. Wie gesagt, komm mal hier, hier liegt eine AKM. Ich markiere es dir sogar. Oben. So, jetzt habe ich die Mikro-Uzi zumindest auch voll ausgerüstet. Hast du mir überhaupt zu? Ah. Höre dir immer zu. Ja, was habe ich gesagt? Du hast eine AKM bei dir.
krass. Ja, geil, ne? Alter. Erste Mal in seinem Leben. Nee, weißt du, das lernst du. Das lernst du automatisch, sobald meine du Kinder hast, immer ne? noch Häuser. Ich gehe noch, einen weiter, ich komme mal zu dir. Ja, das lernst du automatisch, sobald du in einem Haushalt mit vielen Frauen wohnst, dann musst du als Mann tatsächlich dieses Multitasking-Scheißzeug lernen. Und jetzt, das ist wirklich so. Oder einfach drauf scheißen. Nee, das machst du nur einmal und dann hast du die Hölle auf Erden, in der Tat. Geht schon. SEW-Koffer. Ich habe immer noch keinen Helm. Was ist denn das? Ja, ich in der Tat allerdings auch nicht, muss ich sagen. Aber dafür eine Sanitätstasche tatsächlich schon und Verbandszeug. Ich habe einen Energy, glaube ich. Und ein Schmerzmittel. Und einen Erste-Hilfe-Koffer. Und Schmerzschwanz gleich. Und 35 irgendwas Bandagen. Ja, Leute, weil ich einmal außen rumrenne oder was? Blöd. Ein Lucksack. Oh. Okay, so, und hier weiß ich, hier ist auch eine Waffe. Ansonsten muss ich jetzt wirklich zu Herrn Frischfass rüber, mir von dort noch eine Waffe. Ja, ich bin da ja schon weg. Was? Vielfachsucher. Läuft bei mir. Na, sag ich doch, M416. Und da musst du ja doch nicht mehr dahin. Nein, dann lass ich doch den Kurs. Ey, die fucking raus. M416, die ich hab, ne? Ich habe drauf Mündungsfeuerdämpfer, vertikaler Handgriff, erweitertes Schnellzugriffmagazin, taktisches Lager und einen Vierfachsucher. Alter. Aber nach wie vor kein Helm. Ja, willkommen in meiner Welt, ehrlich. Deswegen lass mal gleich dahin. Ich nehme nur kurz hier noch das Kabüffchen mit. Weil, dann könnte ich ja auch da vollautomatisch drauf machen und da machen wir Einzelfeuer. Okay, dann habe ich nämlich hier die Uzi, die macht ein bisschen mehr Schaden auf Spray-Variante. So, pass auf, dann hast du noch einen Mündungsfeuerdämpfer oder sowas für die... Nein. Schade. Oh, was sehe ich denn da? Alter, ich verstricke mich hier immer weiter in irgendeinen Scheiß rein. Schnellwechselmagazin, hier habe ich schon. Ja, aber brauchst du für eine MP Mündungsfeuer? Nein. Ich habe eine Schrotze voll ausgerüstet und eine M416 voll ausgerüstet. Oh, ich habe Besuch, ich bin nicht mal alleine. Bist du bei Wo mir? Wo ist der Besuch? Nee. Der läuft hier Richtung... Warte mal, ich sollte mal erstmal in Deckung gehen, ja? Richtung, wo haben wir es denn? Norden. Läuft der da weg, oder was? Nee, der ist bei mir hinterm Haus. Quasi genau gegenüber. Jetzt ist er Richtung 345 Grad. Hinterm Haus ist der. Ja, irgendwo? Genau. Hinter welchem? Er läuft gerade weg, Richtung 345 Grad, weiter weg. Links von dir. Ah, da hinten. Auf dem Hügel. Er ist zu weit, kann ich knicken. Scheiße, da wollte ich mich gerade... Oh, hab ihn ausgenockt. Oh, aber ausgenockt? Ja, ich muss hin. Wo ist dann sein Kumpel? Keine Ahnung, ich gehe schnell zu ihm, auf jeden Fall. Ich bin hinter dir. Ja, auf diese Distanz treffe ich immer alles, aber nicht die Typen, deswegen habe ich nicht geschossen. Hier ist der Kollege. Hab ihn. Nice. Tot? Tot. Ja, der ist direkt da. Ich weiß aber nicht, wo sein Kollege jetzt wieder ist. Hier. Oh, Militärweste. Hier liegt noch ein bisschen Moon. 16 Mikro-Uzi, der hat den gleichen Scheiß wie ich auch. Fuck! Weg, 9 mm. Die wieder mich gar nicht getroffen hat. Ja, mehr habe ich auch nicht. Hier liegt noch ein bisschen Moon bei dem Typen und noch Rucksack Stufe 2 lag hier, glaube ich, noch. Grad, wo denn? Rucksack Stufe 2? Hier bei dem. Und Mündungsfeuerdämpfer da. Mündungsfeuerdämpfer da. Cool. Dann brauche ich nur noch einen Sucher. Hatten die einen Helm? Nee, so ein Wangenpolster brauche ich nur noch. Der hatte keinen Helm. Auto? Auto. Wo ist das Auto? Da oben. Oh, ich hab zwei Hits gegeben.
Ja, lass ein bisschen südlicher gehen. Nördlicher. Der schießt. War so ein bisschen low auf der Brust, weil ich keine Luft habe. Versucht ihr mal zu umlaufen. Hab nochmal gehittet. Fuck, die haben auch gehittet. So, ich versuch die mal zu umlaufen. Kannst du die ein bisschen ablenken noch? Ja, gerade schlecht kurz. Muss mich erst heilen. Einer läuft hinten ins Haus. Einer hat wieder Hits. Was? Die haben mich geholt. Nee. Leute, von woanders noch. Leute, die waren, die kommen unten am Tower. Ja, so gut wie ich. Sterbe auf jeden Fall. Nicht aufgepasst. Verdammt. Die sind unten vom Tower. Die sind da an dem Wachturm, direkt vor dir. In deine Richtung. Mindestens einer, wenn nicht sogar zwei. Du bist tot, ne? Scheiße. Ja. Ich bin down. Die schießen von oben. Von rechts, von rechts, von rechts. Habe ich gar nicht gesehen, den Typen. Ich auch nicht, aber ich habe die Schüsse gehört. Barricke sowieso. Scheiße, ey. Mann! Schade, schade. Verdammte. Heute eine kurze Folge, Freunde. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr nichts verpassen wollt. Ein Abo. Schaut da bei Poppy vorbei. Bis dann, Nordrhein. Ciao. Tschüssing.